So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit Fay Farm. Geht weiter auf unserer kleinen Farm. Ich muss mal kurz gucken, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir wollen genau, wir müssen in die Miasma-Minen runter. So tief wie es geht. Und wir brauchen dafür Dinge. Wie immer Dinge. Wir haben schon ein paar unserer Sachen aufgewertet, aufgehübscht. Erstmal sollte ich mir einen heißen Tee gönnen. Oder wenn, ja, wir nehmen den Merch-Tee. Unsere Pflanzen wachsen und gedeihen. Das ist schön, so muss das sein. Kann man nämlich ein bisschen was verkaufen. Also gerade von den Bohnen, da haben wir jetzt, denke ich, mehr als genug. Kann man, denke ich, auch mal ein paar einfach auslegen zum Verkauf. Weil die auch nachwachsend sind. Huh. So, können wir noch ein paar Siegel herstellen. Unsere Blumen hier wachsen auch. Man sieht, sie vermehren sich. Natürlich müssen wir auch weiterhin Tränke herstellen. Einen gerechten Atemtrank. Denn ohne den wird hier nichts gehen. Habe ich da überhaupt noch welche? Oh, noch einen. Ne, das ist ein kleiner Saucentrank. Noch fünf habe ich, okay. Okay, ich habe noch fünf. So. Die Silbersiegel nehme ich sicherheitshalber mal mit. Das übertrage ich rüber. Das übertrage ich rüber. Das übertrage ich rüber. Was bist du? Wildsalat. Okay, nee, das brauche ich alles ja für die Mine. So, und jetzt. Packen wir mal in den Städten unser Zeug voll. Kleiner Traurigkeitstrank. Die Leute, die einfach mal traurig sein wollen. Kauft Bohnen, Leute. Kauft, kauft, kauft. Den habe ich zuhauf. Hauf, hauf. Ja, wenn ich sonst nichts habe, Leute, aber Bohnen. Denn ich brauche eine Erweiterung. So, kann ich hier mal irgendwie meine Tasche sortieren? Das wäre mir mal eigentlich ganz lieb. Nee, kann ich nicht. Oh, ist schade. So, ab geht's jetzt wieder zu unserer Mine.
die Shortcuts übrigens sehr gut, dass wenn du in so einem Miasma bist, es dir gleich anbietet. Hier, willst du den Miasma-Trank? So. Das ist 7. Ebene. Jetzt müssen wir unseren Weg nur zur Tür finden. So. Ah, jetzt brauche ich die Gravierten, okay. Na, wer von euch ist der, der mich anspringt? Kinder? Fasziniert. Achso, sicher ist noch nicht stark genug. Okay. Echt? Keiner von euch will mich angreifen? Na gut. Danke. Au. Au. Ihr wollt nicht? Okay. Nehme ich so hin. Ich habe keine Heiltränke, ne? Oh ja. Muss also aufpassen. Hier auch noch ein graviertes Feensiegel. Ah, ich wusste doch, irgendeiner von euch.
Warum auch immer der plötzlich einen auf ich, wie jetzt, kenne ich nicht, machen wollte. Wie Waffe kenne ich nicht. Du hast eine Waffe? So, noch irgendeiner von euch, der der festen Überzeugung ist, er müsse mich verprügeln? Gut. Nein? Schön. Was zeigst du denn? Ich habe so das Gefühl, diese kleinen... kleinen Dinger zeigen dir, wo du... die findest. So, die Nummer 1 haben wir entsiegelt. Aua! Oh, verdammt, einmal getroffen und... schon geht nichts mehr, oder was? Also, treibende Ruinen. Immer noch ein graviertes Feensiegel. Es hört aber langsam raus. Rosa Blob habe ich auch noch gekriegt. Bin ich gespannt, was das für eine Endquest wird, wenn wir unten auf der untersten Ebene sind. Also da bin ich echt mal gespannt. Rucksack ist voll. Oh Gottchen. Haben wir hier irgendwas, wo wir nur noch eine Mahlzeit haben, dass wir die essen können? Nee, eine Mahlzeit habe ich nicht. Es sind nur noch 13 Ebenen, die wir runterkommen müssen, aber dazu fehlt uns halt auch ein bisschen Material. Material. Ich habe schon wieder die Tiere vergessen. Rabenmutter. Rucksack ist voll, stimmt, da war was. So, wo ja was?
Ups. So. Ich plopp, schmeiß mal hier rein. Ich schmeiß mal hier rein. Ach, es geht so schnell, dass ich einfach keine Siegel mehr habe. Ich habe schon einen rauen Smaragd. Ich habe schon 5 raue Smaragde. Ich könnte jetzt schon fast ein graviertes Silbersiegel machen. Aber jetzt muss ich noch tiefer runterkommen. Du bist das Gehämmerte. Ich glaube, dich brauche ich nicht mehr. Obwohl ich nämlich doch mal sicher habe damit. Was ist das Gehämmerte? Wir wissen jetzt, dass hier hämmerte. Graviertes Kupfersiegel. Das ist ein Silbersiegel. Wir wissen jetzt, dass gehämmerte. Oh nö. Ja, du bist da. So, dich schieben wir hier rein. Dich schieben wir hier rein. Euch. Dich. 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 Sphärenziegel brauche ich nicht mehr. Dich schiebe ich rein. Stecken mal unsere Arbeiterbiene hier rein. So, ich hatte ja noch Futterklee. Kann ich den schon verarbeiten oder ist das zu wenig, was ich habe? Es ist zu wenig, ich brauche 4. So, und dann gehen wir mal rein. Der erste Tag ist ein Ende. Ich habe ein bisschen Geld verdient. Mit Bohnen. Na klar. Heute ist es einfach zu heiß. So, gleich haben wir fertig gegossen. Nee, Kartoffel würde ich jetzt noch nicht riskieren. Ah, nee, ich pflanze hier jetzt nichts. 3 Tage. Was sind denn 3 Tage? Schön streicheln. Und gleich noch bürsten. Hier auch ein bisschen lieb haben.
Oh, Tiere finde ich immer beim Farming-Spielen am anstrengendsten, weil ich die ständig vergesse. Meine Katze vergesse ich nicht, die sehe ich ja ständig. Aber hier die Tiere, das ist halt aus den Augen, aus dem Sinn. Oh. Water ist alle. Oh, schön, hier kommt eine rote Tulpe her. Huch, was seid ihr denn? Ihr seid doch. Achso, ihr seid Rosen. Ihr seid irgendwie Rosen geworden. Kann ich schon wieder mehr? Nö. Aber ich kann jetzt endlich so ein Hydrobeet anbauen. So, noch mal schon mal ein bisschen Hydrobeet. Ist das nicht nice? Ich habe noch ein paar Getränke, keine Sorge, ich habe also Atemgetränke, Atemtränke, nicht Atemgetränke. Ist das schwierig manchmal. So, jetzt hauen wir uns gleich wieder einen Trank rein. Abhängigkeit vom Feinsten. Wir machen es einfach so, wie wir es bei Nappys Dungeon auch gemacht haben. Erst sammeln, dann alles aufmachen und dann weiter sammeln. So. Und ich glaube, ich kann jetzt noch eine Etage runter. Da muss schön. So. Hier brauche ich immer noch ein graviertes
Wehensiege ist okay. Alter, du hast ja eine Range. Wie, mein Rucksack ist voll. Wieso ist mein Rucksack voll? Verdammt. Das ist also der kleine Sausetrank. Schnelle Wirkung verloren, aber okay. Sack ist voll. Kann ich noch einen anderen Trank nehmen? Achso, das war der kleine Mana-Trank. Okay, okay. Und das ist ein mittlerer Mana-Trank. Ah ja, okay. Ich habe jetzt also nur noch Mana-Tränke. Nee. Ich hasse es, dass mein Rucksack voll ist. Kann ich nicht wegwerfen. Das brauchen die Hühner. Oh, was schmeiß ich denn noch weg? Naja. Ja. So, ach, ich find's toll, wie sie einfach so crazy jedes Mal lacht. So, es hat die Lache eines Bösewichtes. Ah, und weil ich nicht davor freigeschaltet habe, kann ich hier die Silbersiegel nicht. Okay, also ab hier fehlen dann die Silbersiegel. Die werden ja immer mehr. Ui.
Wohin zeigt denn der? Nach geradeaus, okay. Zeigt auch noch geradeaus. Rucksack ist voll. Ja, nee, das weiß ich. Aua. Tarnt ihr euch schon, oder was? Ihr blöden Viechers! Wo ist jetzt der nächste? Ja, ich weiß, dass mein Rucksack voll ist. Das müsste man nicht ständig sagen. Das, glaub mir, das habe ich mitbekommen. Hab den nächsten gefunden. So. Hallo alle zusammen. Keiner von euch ist eine Bitch, Mensch. Der Noise. Hier sind sie einfach alle böse und wollen mir was, was? Au. Okay, um Silber abzubauen, brauche ich definitiv mehr Kraft. Nein, Rucksack ist voll. Oh, wo ist denn der andere? Ihr habt den nicht, oder? Nee. Naja, ich komme das nächste Mal wieder. Da habe ich Siegel, da brauche ich euch nicht. Denn ich habe Ralf Siegel.
Oh ja, mein Rucksack ist voll, da war ja was. Also selbst wenn ich euch alle mitnehmen wollte, ich könnte gerade gar nicht. Aber mein Rucksack ist voll. Stellt's euch vor. Das ist so eine massentaugliche Krankheit bei mir. Immer ist der Rucksack voll. Dreamlight Valley. Nee, das ist ein wärmendes Getränk. Ich will brauchen kühlendes. So. Aber wir sind jetzt schon auf 14. Jetzt fehlen ja nur noch 11 Ebenen. Einen kleinen Lebenskrafttrank machen. Also ist das ungefähr wie ein kleiner Trank der Heilung? Ah. Wäre eine Überlegung wert. Aber per se brauche ich erstmal weitere solche. Wie viel habe ich denn da überhaupt noch? Das war ja... So, die Gemotten brauche ich doch nicht mehr. So. Das ist das Gravierte, das brauche ich noch. Alter, was das Lager alles aushalten muss. Alles. So. Und damit war's das wieder. Wir haben ein bisschen tiefer in die Mine geschafft. Das wird jetzt noch unser To-Do die nächsten Male werden, dass wir tiefer in die Mine kommen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann mal ein bisschen Geld wieder zusammen, damit wir uns eine größere Tasche kaufen können. Wäre ein Segen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.